Probleme mit Rohr oder Kanal? Wir vom Remscheider Rohrreinigungsdienst sorgen dafür, dass alles wieder läuft. 12 Mitarbeiter sind in unserem 24-Stunden-Notdienst 7 Tage in der Woche für Sie da. Mit Rohrortung, Rohrreinigung, Kanaldichtheitsprüfung, Kanal-TV-Untersuchung und Kanalsanierung kennen wir uns bestens aus. Und das bereits seit 1996. Remscheider Rohrreinigungsdienst. Ihr überregionaler Partner für alle Arbeiten rund um Rohr und Kanal. Wir sind heute zu Gast im Essential bei Dorint Hotel und ich habe den Hoteldirektor Marco Klei bei mir, sowie unseren Oberbürgermeister Burkhard Massweis. Marco, wenn ich mit dir anfangen darf. Letztes Jahr waren wir auch schon dabei, es vorzustellen. Ihr habt wieder eine Weihnachtsbaumaktion. Genau, wie in jedem Jahr haben wir wieder unsere Wunschbaumaktion, die zugunsten des Kinderhospizes Burgholz in Wuppertal kommt. Für uns eine besondere Aktion, weil es unheimlich gut in die Marke Essential bei Dorint passt, mit unserem Wertepfeiler Liebe zur Nachbarschaft. Und ich denke, genau darum geht es ja auch, ne? Ein Stück Liebe zu schenken. Und dieses Jahr hat jeder die Möglichkeit, ein Stück der Weihnachtsmagie an die Kinder im Hospiz zu verschenken. Und es ist natürlich eine besondere Freude, dass unser Oberbürgermeister auch in diesem Jahr wieder die Ehre erfüllt und die erste Kugel mitnimmt. Genau, Burkhard, du hast die erste Kugel, den ersten Wunsch bei dir in der Hand. Was hast du bei dir? Ich habe den Wunsch, oder ich möchte den Wunsch erfüllen, eines Kindes nach einem Kinderwagen. Von einer Firma, also nicht für ein Kind selbst, sondern für eine Puppe da rein. Und das ist einfach eine schöne Geschichte. Ich freue mich jedes Mal, wenn Herr Klei sagt, wir machen hier in Essential bei Dorint diese Aktion. Es ist einfach ein Stück ein Zeichen der Wärme, der Nächstenliebe und gerade für Kinder, die nun in einer sehr schwierigen Lebenssituation sind und in einer Einrichtung leben, die unsere aller Unterstützung verdient hat. Deswegen bin ich auch wieder dieses Jahr gerne gekommen und kann auch nur alle Menschen einladen, auch wenn sie keine Hotelgäste sind, hier hinzukommen. Und selber auch etwas zu tun, nicht nur an den engsten Kreis der Familie zu denken, sondern auch zu schauen, dass es Menschen rechts und links gibt, die gerne auch ein Zeichen hätten. So ein kleines Zeichen der Solidarität, der Unterstützung und das in der Weihnachtszeit ist einfach schön. Und darum geht's ja. Und wenn man sich anguckt, der Weihnachtsbaum ist voll mit Wünschen, die die Kinder haben. Wie wichtig ist es, dass ihr auch nach draußen transportiert, auch in dieser schwierigen Zeit, auch für euch, dass es so eine Aktion auch in diesem Jahr wieder gibt? Ist natürlich immer immens wichtig, gerade auch für unsere Hotelmarke. Aber um ehrlich zu sein, hier geht es gar nicht zu sehr um die Hotelmarke oder um PR-Marketing. Ich glaube eher so ein bisschen an den Zauber der Weihnacht. Und ich finde es einfach total berührend und sehr schön, wenn viele Menschen einfach die Möglichkeit haben, ein Stück dieses Zaubers zu verschenken. Wir dürfen nicht vergessen, alle Kinder in dieser Einrichtung haben eine lebensverkürzende Erkrankung. Und das ist wichtig, dass die Kinder merken, da draußen sind Menschen, die denken auch an uns. Und das ist, glaube ich, eine tolle Gelegenheit für jeden, der mitmachen möchte. Und darum geht es ja, ne? Das ist ja nicht nur fürs Hotel, sondern für uns alle ist es ja gerade eine schwierige Zeit. Aber besonders für Kinder, auch besonders für diese Kinder, wo man ja gar nicht weiß, wie viele Jahre sie überhaupt auf diesem Planeten sein werden. Mit Sicherheit für diese Kinder in besonderem Maße, für Kinder allemal, weil unsere Kinder leben seit fast 2 Jahren in einer herausfordernden Pandemiezeit. Die macht wenig Spaß. Sie haben im Bereich Bildung Schwierigkeiten gehabt. Ein digitaler Unterricht ist keine dauerhafte Alternative zum Präsenzunterricht. Wenig Freizeitangebote, immer wieder Kontaktunterbindung. Und auch ein Stück diese Last, die wir ja alle spüren, wenn es um die Pandemie geht. Und in dieser Zeit muss man ein Stück Hoffnung schenken. Das gilt für die Kinder in Burgholz, das gilt aber gerade für die Kinder in unserer Stadt insgesamt. Und ich glaube, dass das eine schöne Sache ist, wenn er gleich davon spricht, den Zauber der Weihnachten. Dann kann ich mich dem nur anschließen, Augen auf zu gucken, wie es den Menschen rechts und links von einem geht, Zeit schenken, Wärme schenken, Aufmerksamkeit, wenn es möglich ist,
und damit auch diesen Zauber der Weihnacht oder auch die Botschaft, der Weihnachtsbotschaft, den Inhalt der Weihnachtsbotschaft damit auch zu kommunizieren und auch selber zu leben, denn das ist unser Auftrag. Nicht nur es als eine 2000 Jahre alte Geschichte zu erleben, sondern auch als Auftrag heute an uns alle zu verstehen. Das ist, denke ich, ist Sinn dieser Aktion. Darüber bin ich sehr froh, dass es die dieses Jahr wieder gibt und unterstütze es gerne. Und darum geht es ja, Marco. Wenn Leute den Beitrag jetzt sehen und sagen, ich würde gerne mal vorbeikommen, ich würde gerne eines der Wünsche oder vielleicht mehrere Wünsche der Kinder erfüllen, von wann bis wann können die Leute vorbeikommen und bei euch einen Zettel mitnehmen und den Wunsch erfüllen? Also jeder Hotelgast, jeder Bürger, jede Bürgerin, jedes Kind kann ab sofort zu uns kommen, einfach eine Wunschkugel vom Baum nehmen, an der Rezeption einmal melden. Und dann gibt es wie jedes Jahr zwei Möglichkeiten, entweder den Wunsch selber besorgen, einpacken und bis zum 17. Dezember bei uns an der Rezeption abgeben oder ganz bequem den Wert des Geschenkes einfach an der Rezeption bezahlen. Wir kümmern uns um Bestellung, wir verpacken und dann wird es in der Weihnachtswoche ans Hospiz ausgeliefert. Marco, dann danke ich dir und auch dir, Burkhard, für dieses Gespräch. Also kommen Sie vorbei, erfüllen Sie Kinderwünsche zu Weihnachten.